So, da sind wir wieder. Falsche Taste. Jetzt gucke ich mir das erstmal von ganz oben an, was wir da gerade verzapft haben. Habe ich noch was zu trinken? Nee. Okay. So, da fällt mir die halbe Einrichtung um. So, dann schauen wir mal, wie sieht denn das aus? Ah ja. Ist doch ganz passabel. Oben das mit dem Glas, unten das andere. Dazwischen irgendwie so ein... ja. Gefällt mir. Was haben wir denn da noch? Was sind denn die? Da fehlt ein Stein. Da schau an, das werden wir doch gleich mal. Nachdem wir das Huhn gegessen haben. Rülps nicht so. Irgendwie Monster? Nee. So nicht lassen. Das geht ja nicht. Da kommt man ja auch gut dran von oben. Autsch. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig schon sein. Okay, dann müssen wir wieder zurück. Zurück nach oben. Da war ich jetzt etwas zu wild. Wild und übereifrig. So. Aber außer ein paar gebrochenen Zehen ist nichts passiert. Also nochmal das Ganze. So, jetzt aber. Und hier fehlt auch noch was. So. Das ist schön. Hier können wir auch noch zwei. Nö, brauchen wir nicht. Hier brauche ich keine Lampen. Nee, keine Fackeln. So, das ist schon mal schön. Jetzt muss ich da wieder rein irgendwie. Baustellenwege sind aber auch wirklich saumäßig ausgeschildert hier. So. Okay, jetzt gehen wir wieder ins Haus und dann bauen wir den Raum. Eigentlich ist ja der Zugang das Interessante, diese Schräge. Das ist ja interessanter noch eigentlich als das, was ich da nachher drin haben will. So, jetzt hier, guckt euch das an. Ein herrlicher Zugang und jetzt wird das einfach mal ausgehöhlt. Mal sehen, wie groß wir das machen können. Und da kann man dann so. Da muss ich dann sehen, dass ich... Was war das jetzt? Aha. Irgendwie brauche ich auch ein Gerüst gleich noch. Das heißt, ich kann ja hier irgendwie rum. So, das wollte ich ja sowieso alles wegkloppen hier. Sehr schön. Da kommt jetzt überall Sandstein hin.
Vorsicht, Vorsicht. Nur nicht so hastig. So, das ist jetzt also einmal der Sandstein hier. Jetzt muss ich mal wieder hier ein Gerüst bauen. Ein Gerüst bauen. Ihr kennt das ja schon mit dem Gerüst. Das ist also alles kein Problem, wenn man, wie gesagt, schwindelfrei ist. Und wenn man, wie gesagt, schwindelfrei ist und ruhigen, was habe ich jetzt, wieso geht das nicht weiter? Achso, bin ich überhaupt richtig hier an dieser Stelle? Nee, das ist eigentlich schon noch ein zu nah dran. Hier muss ich hin. Und da müssen wir wieder hin. Man sieht, der Raum wird also relativ klein. Wird das ja sowieso noch kleiner, weil ich ja diese berüchtigte Ecke da will ich ja auch nach unten fortführen. Das heißt, das sieht dann so aus. Das sieht dann so aus. Das Gerüst auch nicht ordentlich gebaut hier. Da sind wir auch einen zu knapp dran gewesen. Okay, das kann man ja alles abändern hier. Haben wir das an dieser Seite wenigstens richtig gemacht? Naja, so in etwa. So, das weg. Weg. So, und ich denke mal, dass wir das auch jetzt noch hier fertig machen. Ratzfatz. Wenn ich denn genug Sandstein dabei habe, was ich jetzt so nicht weiß. Weg, oder? Ja, genau. Der kommt wieder weg. Aber den sollte man auch einsammeln. So. Da noch zwei hin. So, dann ist hier die schon mal fertig. Diese Ecke ist auch gleich so weit. So, da oben ist es genau. Da sind wir auch, habe ich noch mehr Sandstein mit. Ja. Das ist kein Problem. Wenn das hier fertig ist, dann werden wir ja auch nur noch vergessen, glaube ich, da werden wir auch nur noch aushöhlen.
das. Gebäude und wir müssen hier runterkommen. Das machen wir auch in Sandstein. Ah, es wird schon Nacht. Soll ich durcharbeiten oder wie? Was meint ihr? Ich glaube, hier kann mir nichts passieren. Oder? Ach Mist, ich mache das jetzt einfach mal fertig hier. Und wenn es 10-mal Nacht ist, das ist egal. Ich sollte aber vorher noch hier diese ganze, das ganze Gerüst abbauen. Denn sonst ist das hier nichts. So, weg mit dem Gerüst. Und dann schnell nach innen. Und nicht sich selber den Ast absägen, auf dem man sitzt. Eieiei, das ist wieder so eine Kribbelarbeit hier, Junge. So. Also dieses, weiß jetzt nicht, wo ich den Schnitt gemacht habe. Habe ich ihn schon oder kommt er noch? Wir werden es sehen. So, das kann weg. Und das kann da bleiben. Hier werden wir jetzt unsere Wand fertigstellen. Hier auch. Zack. So, und jetzt wird hier nur noch ausgehöhlt. Ausgehöhlt. Das heißt, ich gehe genauso weit, bis ich zum Ei. So, habe ich Holz mit. Ja, aber nicht viel. Warum habe ich kein Holz mit? Sagt mir das mal einer. Denn hier soll ja auch noch ein Holzfußboden rein. Das heißt, ich werde wohl zunächst mal hier aus Dreck mal absichern. So, jetzt machen wir das noch einen höher, damit uns nicht die Decke auf den Kopf fällt. Fenster machen, wie ich das letztens bei der, wo ich dieses Häuschen gemacht habe, in dem Kuhdorf da hinten, bei den wohl den Eingeborenen. So, hier mal